Simone leidet an Schmerzen am Hinterkopf, Benommenheit im Kopf, reduzierte Aufmerksamkeitsspanne, Augenbeschwerden und Problemen mit dem Gleichgewicht. Was die Diagnose Kopfgelenkinstabilität für die Betroffenen bedeutet und wie Simone durch ihre eigene Leidensgeschichte beschließt, sich der Aufmerksamkeitsarbeit rund um das Thema Kopfgelenksinstabilität und Folgeerkrankungen zu widmen, ist eine sehr bewegende Geschichte. Kopfgelenkinstabilität. Nur schon dieser Ausdruck. Ich habe dir vorhin gesagt, ich hatte ein Retreat und da war eine Retreat-Teilnehmerin mit dieser Diagnose und ich bin das erste Mal so richtig so in Berührung gekommen, was bedeutet das eigentlich für ein Patient oder eine Patientin mit dieser Diagnose, was für Einflüsse da auf einen einprasseln, was für Herausforderungen im Alltag. Ich bin mega gespannt jetzt auf diesen Austausch. Schön, dass du da bist. Ja, hallo liebe Priscilla, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, zu diesem sehr vernachlässigten, aber total wichtigen Thema ein bisschen was erzählen zu dürfen. Ja, du bringst es schon auf den Punkt. Es ist mega vernachlässigt. Und ich habe den Geheimverdacht, liebe Simone, dass eigentlich viel mehr daran leiden, als sie denken, weil eben diese Diagnose oft nicht kommt oder wenn sehr spät. Du kennst unsere Arbeit schon. Du weißt, wir haben viele im Bereich chronisches Erschöpfungssyndrom. Das heißt, auch hier könnte es eine Wechselwirkung geben. Zuerst möchte ich aber in deine Geschichte eintauchen. Wie war das bei dir? Wo hast du und wann hast du gemerkt, dass irgendetwas anders ist, dass etwas nicht stimmt? Ja, das weiß ich sogar sehr genau. Das war einer der relativ seltenen Kirchgängen in meinem Leben, Ostersonntag in der Kirche gesessen und auf einmal wurde mir merkwürdig im Kopf. Das ist so die beste Beschreibung, die man dazu sagen kann. Mein Kopf war komisch, der war nicht mehr so, wie er sonst sein sollte. Was denkt man dann? Volles Gebäude, vielleicht zu viele Menschen, zu wenig Sauerstoff, Kreislauf. Das war so der erste Gedanke. Das Ganze hat sich aber 3 Tage später in einem Restaurant wiederholt. Ich hatte das Gefühl, ich sitze zwar noch unter Menschen, bin aber selber nicht mehr da. Also so entrückt. Durch die Ohren waren nur noch durch Schall. Also es war nicht mehr deutlich zu hören. So, was denkt man dann? Man hat was Falsches gegessen, Infekt im Anflug, Magen-Darm, irgendwas. Dann hat sich das ein bisschen beruhigt und man schiebt das weg. So. Ja, klar. So wie man normal damals, Mitte 20, du denkst dir nichts bei, da war eben mal 2 Tage irgendetwas komisch. Und nach einer Weile nahmen diese komischen Erscheinungen aber zu. Dazu kamen Magenbeschwerden, Übelkeit, Kopfschmerzen, die ich überhaupt nicht kannte bis dahin. Und das potenzierte sich immer weiter. Ich musste immer häufiger Termine absagen, Feiern absagen. Ging nicht mehr. Aber nichts deutete im ersten Moment ja auf die Halswirbelsäule. Übelkeit, denkst du dir nichts bei. Und irgendwann hatte ich eine berufliche Schulung mit einer Präsentation im Overhead-Projektor, mit Hochgucken. Und nach einer gewissen Zeit ging es los. Übelste Symptome im Kopf. Also wirklich das Gefühl, wenn ich mich jetzt nicht am Tisch festhalte, liege ich drunter. Und habe mir damit Magenmittel versucht zu helfen, aber die natürlich nicht angeschlagen haben. Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, das war aber dann tatsächlich 1 Jahr nach Beginn der Symptome, das könnte an der Halswirbelsäule liegen. Aber das Wort Kopfgelenk, das kannte ich da auch noch nicht. Das hat dann 2 Jahre gedauert, nochmal. Ganz, ganz viele Spezialisten sämtlicher medizinischer Fachbereiche, alle mit dem Ergebnis, da ist nichts. Ja, bis natürlich die übliche Verlegenheitsdiagnose, haben Sie Stress, klar. Bis ich an einen Internisten geraten bin, der sich auskannte. Und der hat mich gefragt, haben Sie auch Probleme mit der Halswirbelsäule? Ich glaube schon. So und so kam ich dann an die Spezialisten, die das Krankheitsbild kennen.
Was würdest du an der Symptomatik beschreiben, Probleme an der Halswirbelsäule? Womit hast du das damit ja beantworten können? Diese Benommenheit im Kopf, das ist so dieses, was ganz viele Leute ja auch sagen, die mit der Problematik zu tun haben. Man hat das Gefühl, ich benutze mal den Vergleich, einen Dampfkessel, der in Überdruck gerät. Also als würde man den Hals zuschnüren und sämtlicher Sauerstoff würde sich oben sammeln. Und man steht dann neben sich. Man ist einfach vom Denkvermögen dann eingeschränkt. Und du hast die klassischen Schmerzen. Es zieht am Hinterkopf, es zieht in die Wirbel hoch. Es geht praktisch hier bei mir so. Das ist so die gängige Bewegung, die Menschen dann machen. Das ist das Klassische. Dass dazu viel mehr meiner Symptome gehören, die alle auf die Halswirbelsäule passten, habe ich mit der Zeit erst gelernt. Also das Ohrenrauschen oder nicht mehr richtig sehen können, die berühmten Mouchoirs, die schwarzen Pünktchen, all das und Aufmerksamkeitsproblematik, kognitive Dinge, das lernst du erst mit der Zeit, dass die von der Halswirbelsäule kommen. Also logisch ist ja im ersten Moment, da tut's weh. Ja, genau. Ja, genau. Ja, es ist mega spannend, weil sich viele der Symptome gleichen mit dem Brain Fog, was ich kenne aus meiner Zeit vom chronischen Erschöpfung. Aber nicht ganz, weil das, was der Unterschied ist, ist dann wirklich dieser Schmerz, der sich dann so hinzieht. Und das Brain Fog ist wirklich mehr. Ich sage immer, es ist so ein bisschen wie eine Watte im Kopf oder der Kopf in der Wolke und auch Konzentrationsstörungen und so, manchmal auch benommenes Sehen. Aber eben diese Verbindung hier, das finde ich super spannend dann. Dieser Internist, der sich dann ausgekannt hat, was waren da dann die nächsten Schritte für dich? Der hat zunächst Laboruntersuchungen gemacht. Ich muss dazu sagen, das war Ende 2007. Da wurden noch ein bisschen andere Parameter gecheckt wie heute. Aber auch da schon, wie ist der Vitamin B12-Status? Dann gab es diesen Wert Citrullin im Urin. Da kannst du einiges ablesen. Dann Lactat-Pyruvat, die Ratio davon zum Beispiel. Dann hat man auch geschaut, Hirnschrankenprotein. Das war bei mir zum Glück unauffällig, weil da hast du ja tatsächlich richtige Probleme, wenn die Hirnschranke geöffnet wird. Das waren so die ersten Schritte. Und ein Röntgen nach Sandberg. Das ist eine Röntgenaufnahme durch den geöffneten Mund mit Neigung des Kopfes. Da lässt sich dann die obere Halswirbelsäule ganz gut beurteilen. Schwierig zu finden, ganz viel Telefonate. Irgendwann hat ein Radiologe gesagt, ja, mache ich. Und da musste ich die Beschreibung aber mitbringen, wie das auszuführen ist. Also ist, wie gesagt, ein paar Jahre her. Und das waren die ersten Schritte. Und die Laborwerte haben sehr schnell gezeigt, ja, das ist ein Treffer. Und danach bin ich zu, ja, dem im Prinzip Deutschlands bekanntesten Spezialisten für dieses Thema nach Rostock gefahren. Der hat mir dann noch weitere diagnostische Sachen gesagt. Wie heißt er? Das ist der Dr. Kuklinski. Kuklinski. Dr. Bodo Kuklinski in Rostock. Leider auch schon nicht mehr ganz jung. Also den müsste man klonen, sage ich immer. Den bräuchte man sehr viel öfter. Und der hat halt die Zusammenhänge erforscht zwischen Kopfgelenksinstabilität und dem daraus entstehenden nitrosativen Stress, der sich dann auf die Mitochondrien auswirkt, was eben diese Ganzkörpersymptomatik macht. Das ist nicht so unähnlich von Fatigue. Also, wobei ich immer sage, nicht jeder mit einer Kopfgelenksinstabilität kriegt auch massiv Fatigue. Also das Spektrum ist breit. Ja. Also, Ich sage immer, wir haben alle verschiedene Cocktails in uns und deswegen ist es immer, es kann ja, man kann die gleiche Diagnose haben, aber eben die kann sich dann anders. Ja, sich anders Raum nehmen. Du hattest mir die Bücher empfohlen, gell? Ich habe nämlich zwei von ihm bestellt, aber ich habe noch nicht angefangen zu lesen. Ich habe erst mal so aufgemacht und dachte so, wow, das sind krasse, krasse, krasse Schinken. Sag mal auf Deutsch Schinken. Schunken. Shocking eigentlich, ja. Krasser Stoff. Es ist Stoff. Hast du dich genauer dann mit seinen Thesen beschäftigt und mit seiner Arbeit, seiner Recherche und was er alles im Verlaufe
Ja. Ich habe meine damals erhobenen Blutwerte zu ihm mitgenommen und er hat dann anhand von erstmal 2 Stunden Anamnese, das ist total spannend, du darfst einfach erzählen, ja, du erzählst, erzählst und der stellt dann Zwischenfragen und dann weißt du sofort, ah, der versteht dich. Und ja, irgendwann kommt da der Punkt, wo du erschöpfst und dann siehst du halt auch diesen Beweis wieder, dass du nicht mal 2 Stunden so ein Frage-Antwort-Spielchen hinkriegst. Und ja, und dann hat er mir einen Einnahmeplan von Mikronährstoffen auf mich individualisiert angepasst. Und da bin ich noch damals in Rostock gleich in die Apotheke und muss sagen, die Wirkung habe ich relativ schnell gemerkt. Also, dass man da einiges nachschieben musste an B12 und so weiter, das hat Wirkung gezeigt. Das macht nicht das Kopfgelenk stabil. Aber Nein. es hilft, die Probleme, die daraus entstehen, abzupuffern. Genau, und mir hat sie, die Teilnehmerin hat das so erklärt, wenn das eben instabil ist, ist da ein größerer Stress. Das heißt, der Körper ist die ganze Zeit am Ausgleichen und deswegen verbrennt die auch quasi viel schneller die Spurenelemente und Vitamine etc. Und deswegen ist es so wichtig, da eigentlich wirklich gut dosiert. Also im Prinzip wird die Arbeit der Mitochondrien, die ja uns Energie bereitstellen sollen, die wird torpediert durch diesen Nitrostress. Und der entsteht halt durch zu viel Spiel im Kopfgelenk, wenn die Nerven gerieben werden und so weiter. Das ist halt so die biochemisch total kompliziert. Ich versuche das immer in meinen einfachen Worten zu erklären, weil ich bin Super. auch kein Physiker. Und so ist es aber relativ einfach zu verstehen, wenn da oben ein Gelenk ist, das normalerweise durch viele Bänder gehalten wird und fest ist, und Ja. plötzlich hat es zu viel Spiel, dann stößt etwas, was nicht stoßen soll, an Nerven. Und dann hast du diese Kaskade, die dann losgetreten wird. Ja, genau. Kurz Werbung für dein Buch. Du hast ja ein Buch darüber geschrieben, Wackelköpfchen. Übrigens so ein geiler Buchname, Wackelköpfchen. Genial. Und solche Bücher sind so wichtig von Betroffenen, weil sie eben einfacher erklären, was eigentlich dieses komplizierte Krankheitsbild eigentlich bedeutet und was man machen kann. Also, wir verlinken das dann auch gleich unten im YouTube-Beschrieb, dass Betroffene das gleich finden können. Wackelköpfchen hat auch eine lustige Geschichte. So hat mich mein damaliger Abteilungsleiter immer genannt. Der war sehr darauf bedacht, ob es mir gut geht. Oh, Und schön. dann kam er immer morgen und sagte: Na, Wackelköpfchen, wie geht's dir denn? Weil er halt das System verstanden hatte, dass da oben einfach zu viel Spiel ist und es dann wackelt. Und ja, und dann habe ich gedacht: Das ist der Titel, oder? Es ist ein Megatitel. Ja, genau, weil es ist einfach so ein krasser Zustand und da auch, wir können nachher auch noch drüber reden, auch mental ist das ja eine unglaubliche Sache eben. Du hast so viele Jahre, bis du irgendwann mal rausfindest, was ist falsch mit mir. Und diese Belastung, wir führen so viele Interviews mit chronisch Kranken, dieser Belastungszustand zu wissen, etwas stimmt nicht, nicht zu wissen, wie schlimm es ist, sterbe ich daran oder nicht. Und dann von außen gespiegelt bekommen, es ist ja nichts, vielleicht mal Antidepressiva. Also das ist ja ein Zustand, der frisst einem von innen auf. Also ich habe das in irgendeinem Buch auch mal geschrieben. Es wäre für mich ein leichtes gewesen, Antidepressiva zu bekommen. Ja. Aber die hätten doch mein Problem nicht gelöst. Nein. Ich bin da tatsächlich sehr, sehr stur und dickköpfig geblieben und habe immer gesagt, nein, Ich es auch. gibt ein körperliches Problem. Findet es. Ja? Und jetzt muss man sagen, 3 Jahre, das klingt jetzt lang, bei mir individuell, von Symptom 1 bis Diagnose. Aber damit bin ich noch gut dabei. Ja. Es gibt ganz andere, die viel, viel länger suchen Glaube ich auch. und dann geht den Leuten das Geld aus und dann kriegst du wieder keine Diagnostik. Weil wir Genau. sind ja hier im Bereich von nicht unbedingt Krankenkassenleistung. Nö. Nö, eh nicht bei solchen Sachen. Ja, wow, okay. Das heißt, dieser Kubinski ist eigentlich so der Typ, der das wirklich erfasst hat und du hast es so gut auf den Punkt gebracht. Warum? Warum ist er so gut in seinem Job? Weil er 2 Stunden zuhört, weil er diesen Raum schafft,
weil er schaut, von wo kommst du, was ist es. Und das begeistert mich immer wieder, dass es einfach, ja, zu wenig, aber dass es diese Ärzte gibt, die es einfach anders machen. Und das hat so einen großen Erfolg und Impact auf die Patienten und Patientinnen. Es dürften mehr davon sein. Sogar, dass viele Patienten bereit wären, diese 2 Stunden Anamnese tatsächlich aus der eigenen Tasche zu zahlen, wenn es diese Möglichkeit öfter gäbe. Also es ist dann natürlich ein Problem, wenn die Krankenkassenkarte nicht durchgezogen wird. Aber auf der anderen Seite haben die meisten so einen Leidensdruck, wenn die wüssten, es gibt in Deutschland 100 solcher Ärzte, die sich 2 Stunden Zeit für die Anamnese nehmen. Dann würden wir das auch machen. Definitiv, Also definitiv. nicht wie, ja, wie Das Frustrierende ist halt, dass du andauernd eine Anamnese machst und danach enttäuscht bist. Deswegen, das Level der Enttäuschung ist ja dann so groß, da wieder ein Vertrauen zu fassen in einen neuen Spezialisten, da dann kilometerweise hinreisen und so weiter, was ja auch wieder eine Mega-Herausforderung ist, wenn man chronisch krank ist. Ja. wo ist das? So ist das. Ja. Also, wir sind ein bisschen gesprungen, ein bisschen vorwärts schon zu deinem Buch und so weiter. Also, du hattest dann diese Anamnese. Was war dann in diesem Zeitraum, wo ihr die Nahrungsergänzungsmittel erhöht habt? Was waren so die Punkte, wo du sagst, das waren halt alles die Game Changer, die mich wie zurück zum Arbeitsleben, zum freudigen Leben, zu der Simone, die du eigentlich sein möchtest, gebracht hat? Also diese Einstellung auf die passenden Mikronährstoffe war ein Game Changer in dem Sinne. So, dann hatte ich aber ja immer noch nicht mein Kernproblem gelöst. Ich hatte die Folgen des Problems gelöst, in Anführungszeichen. Also man macht das damit ja nicht weg, sondern man stoppt das Befeuern der Folgen. Ja? Und dann habe ich halt gesucht und gesucht und wollte mit meiner Diagnose einen Orthopäden, der sich damit auskennt. Das hat dann natürlich noch mal ein bisschen gedauert, bin aber irgendwann fündig geworden, gar nicht so weit weg von mir zu Hause. Es war eigentlich ein Volltreffer in einer Klinik, die es heute leider nicht mehr gibt. Der Sparzwang zum Opfer gefallen, ja. Die sich mit konservativer manueller Therapie, orthopädischer Behandlung und so weiter beschäftigt. Und da an den damaligen Chefarzt plus seinen absolut grandiosen Oberarzt geraten. Und die haben an meinem Kopf gedreht, dass ich dachte, das war's, der wird ab sein. Aber danach war vollkommen klar, da war noch kein Upright-MRT oder so, die haben es mit Händen halt gefühlt, Schaden. Okay, instabil. Und er ist noch da, der wurde nicht abgeschraubt, auch wenn sich das so angefühlt hat. Und dann hatten die mir im Prinzip so ein bisschen Therapieplan mitgegeben. Bewegung, Übungen. Ein Jahr später bin ich da aber stationär hin, weil es nicht gereicht hat. Und 3 Wochen stationär war dann halt sehr gut, weil Austausch mit anderen Betroffenen und einen klaren Plan, was geht mit diesem Körper noch und was geht nicht. Das musste ich halt auch erstmal lernen. Für ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das ja nicht wissen, ich habe eigentlich 20 Jahre Kampfsport hinter mir. Das Von ist so, 100 auf 0. das ist auch so traurig, gell, dieses Loslassen. Ja, genau. Dieses Loslassen hat halt gedauert. Aber irgendwann war dann klar, du darfst das noch und das darfst du nicht. Also du darfst spazieren gehen, du solltest nicht unbedingt joggen. Ich darf auch noch wandern gehen, aber ich muss halt gucken, ist der Untergrund nicht für mich irgendwie gefährlich? So diese Dinge. Und das war im Prinzip so der zweite Game Changer, würde ich sagen. Der Orthopäde, der mich verstanden hat. Gibt es jetzt etwas Vergleichbares, wo man hingehen könnte? Jein. Diesen Orthopäden gibt es noch. Der ist jetzt in einer orthopädischen Tagesklinik, firmiert da aber als Privatarzt. Und wie heißt es? Weil das ist immer sehr interessant für Betroffene. Das ist der Herr Galeazzi. Der ist in der ehemaligen Loreley-Klinik. Also Leute, die sich auskennen, werden das erkennen. Das ist heute die konservative orthopädische Tagesklinik in Oberwesel. Und da
kann man ihn finden. Ich habe tatsächlich auch am Montag mit ihm telefoniert, weil er sagte, ich möchte auf jeden Fall auch in den Ratgeber. Da ist er jetzt auch drin. Ich habe es noch nachgepflegt. Und der ist absolut eine Instanz. Also der kann halt alles mit den Händen. Ja. Ja. Und das ist der einzige stationäre Standort in ganz Deutschland, den ich kenne. Was ich noch weiß, es gibt die sogenannten ANOA-Kliniken. Das ist ein Verbund von Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, Krankenhäusern, die auch konservativ manualtherapeutisch arbeiten. Mhm. Und da kann man wahrscheinlich standortnah mal suchen, ob man den passenden Ansprechpartner findet. Was versteht man eigentlich unter konservativ in diesem Zusammenhang? Nicht chirurgisch, nicht invasiv. Ah. Okay. Also die eher auf Osteopathie, Manualtherapie, Bewegungstherapie, okay. Diese Dinge setzen, ohne irgendwelche Infiltrationen oder ja, OPs im schlimmsten Falle. Ja, okay. Du hast gerade das mit dem Kampfsportart gesagt, bei dieser Retreat-Teilnehmerin, die ich kennenlernen durfte, eine wundervolle Frau. Sie hatte einen ganz schlimmen Unfall. Wie war das bei dir? Kannst du da Zusammenhänge erkennen oder was wird darüber gesagt? Hat es mit irgendeinem Unfall zu tun oder im Kampfsport, da muss man ja auch irgendwie beweglicher sein oder kriegt man einen Schlag? Also das ist die Krux wie bei den meisten. Es ist nie nach irgendeinem Vorfall etwas bei mir passiert. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie manche Autounfall und oh wei, dann ging es los. Ja. Ja. Ich hatte irgendwann ja diese Beschwerden und dann irgendwann diese Diagnose. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, wo kommt denn das jetzt her? Da gibt es jetzt verschiedene Theorien. Also ich hatte eine Zahn-OP in Vollnarkose mit Überstreckung. So, zum Beispiel. Ich hatte auch eine etwas ungeschicktere Rolle rückwärts beim Training, wo der Kopf im Weg war. Ja. Und es gab auch mal einen Auffahrunfall. Aber keiner dieser Anlässe allein hätte wahrscheinlich das Problem ausgelöst. Also der Dr. Kuklinski, der meint, dass es wahrscheinlich sogar diese 20 Jahre Judo waren, die immer wieder das Fallen und so weiter, dass es alles ineinander greift und Stück für Stück kleine Schädigungen entstanden sind. Ja. Und irgendwann ist das Fass übergelaufen, wahrscheinlich durch irgendeinen Einfluss, den ich nicht mal festmachen kann. Ja, es könnte es sogar dann obendrauf noch wie ein Infekt sein. Weißt du, dass sich da was festsetzt, bakteriell? Okay. Ich kann es bei mir ausschließen. Ich weiß aber, dass es diese Fälle gibt, ja. Dass sich was obendrauf setzt und dann durch die Entzündungsprozesse dann nochmal so eine Weitung wie passiert und diese Instabilität. Es wird diskutiert, ja. Das ist mir aber inhaltlich medizinisch ein bisschen zu tricky. Ja. Aber virale Belastung auf die Stabilität der Bänder ist ein Thema. Im Zusammenhang mit Corona kam es auch nochmal so ein bisschen rauf. Mhm. Da bin ich aber nicht so firm, um da viel drüber sprechen zu können. Ja. Die Kausalitätsfrage, die ist genau das Problem. Deshalb sagte ich eben, bei mir ist es kein Problem. Ich muss ja niemanden verantwortlich machen für mein Problem. Das ist halt über die Jahre passiert. Hast du aber einen Unfall und hast kurz darauf dieses Problem, dann hast du ein Problem in doppelter Hinsicht, weil dann musst du versuchen zu erklären, dass dieser Schaden von dem Problem ist. Andersrum. Dass dieses Problem von dem Schaden ist. Und das ist oft sehr schwierig. Ja. Ja. Gerade versicherungsrechtlich. Ja, das glaube ich. Genau. Ja. Ah, spannend. Spannend auch mit dem Virus, weil von da, wo ich komme, ich habe bin dann ja auf die Reaktivierung meines Epstein-Barr-Virus gekommen, warum auch das chronische Erschöpfungssyndrom und wie ich die Virenlast so tief wie möglich halten kann. Das machen auch sehr viele aus unserer Community.
Da gibt es echt noch fast zu wenig Forschung und Corona hat das wirklich befeuert. Also es klingt wirklich ein bisschen beschissen oder gemein, aber Corona hat uns einen großen Gefallen getan, gerade für die Community vom Chronic Fatigue Syndrom, weil wir das vorher schon kannten vom Long EBV und jetzt ist es halt Long Covid, man kriegt Untersuchungen und realisiert jetzt erst, was für einen riesen Einfluss eigentlich die Herpesviren haben und die reaktiviert es ja auch durch Corona. Ja. Also es war tatsächlich auch mein Gedanke, nachdem man mal so ein bisschen verstanden hatte, was da Sache ist, habe ich auch gesagt, es wird die CFS-ME-Community in ein besseres Licht rücken. Die werden Chancen bekommen, dass man sich damit befasst, weil man wird sich mit Long-Covid befassen, dann wird man erkennen, da gibt es wenig Unterschiede und ganz viele Überschneidungen. Und deshalb sehe ich da tatsächlich auch für diese Gruppe eine Chance. Und so hoffen wir Instabilis dann, wenn man mal da den Weg einschlägt, dass man euch mitnimmt. Uns mitnimmt. Komm, wir nehmen euch mit. Ja, weil das Ding ist, also in unserer Selbstheilungs-Community, was macht man, wenn die Medizin noch nicht so weit ist? Wenn da einfach kein Geld investiert wurde, wenn wir einfach zu wenig wichtig waren oder systemrelevant, man versucht halt eigene Dinge aus. Und da, wo viele, aber eben nicht alle, nur einige großen Erfolg hatten, ist mit Ernährungsumstellung, ist mit Meditation, ist mit Aufarbeiten, Traumaarbeit und so weiter, all die Sachen. Aber es greift eben nicht für alle. Es gibt einfach so schwere Fälle. Und da auch, wenn da eine Erleichterung reinkommt und das von der Krankenkasse endlich akzeptiert ist und so weiter, dann ist einfach auf mentaler Ebene kommt da so viel Ruhe rein, weil sich immer vom Umfeld spiegeln zu lassen, ja, mit dir stimmt irgendwas nicht oder du musst jetzt noch dahin tigern und dahin tigern und dahin tigern, um wirklich eine ernstzunehmende Diagnose zu bekommen, das ist so ein krasser Stresslevel, der einfach nicht geht in diesem Zustand. Genau, gerade in dem Zustand nicht geht. Einer meiner Lieblingssätze war mal, du musst ein bisschen Gymnastik machen. Okay. Ja. Bin ich ja noch nicht so drauf gekommen. Genau. Ja, und es ist aber eben in allen Bereichen so. Und da ist es so wichtig, dass wir den Betroffenen zuhören. Und deswegen machen wir auch diese Arbeit, zu sagen, zu zeigen, wem hat das geholfen? Dem einen hilft das wirklich mega mit der Ernährungsumstellung, dem anderen aber nicht und dem anderen hilft vielleicht das. Und oder es gibt ja auch, es gibt doch diese eine OP, hast du davon auch schon gehört? Da wollte ich mit dir auch mal drüber reden. Da wird gesagt, so in der ME-CFS-Community, da gibt es einen Arzt in Spanien, wenn man bei dem die OP machen kann. Und dann gibt es diese Berichte, den einen hat es geholfen, den anderen überhaupt nicht. Ja, genau so ist das. Also das ist ein Spezialist für OPs im Rahmen von Ehlers-Danlos-Syndrom. Ja, genau. Ja, diese bindegewebsassoziierte Erkrankung und die auch, je nachdem welcher Typ, zur Instabilität halt führt. Und der operiert durchaus sehr erfolgreich. Aber man darf nicht vergessen, das ist eine Mörderoperation. Also auf Instagram ist zurzeit eine recht frisch Operierte unterwegs, die über Crowdfunding auch das Spendengeld zusammengesammelt hat. Und ich bin eigentlich sehr dankbar, sie informiert toll. Also sie hat gleich Tag 2, glaube ich, nach dieser Riesen-OP Bilder gepostet, Erfahrungsberichte. Wie heißt sie? Das interessiert die Zuschauer auch. The Pierced Zebra. The Pierced Zebra? War Zebra wegen Ehlers-Danlos-Syndrom. Und sie macht das großartig. Und es waren auch irgendwie alle Daumen gedrückt, dass es gut geht, weil wir natürlich auch in dieser Instabili-Gruppe Menschen mitbekommen haben, wo es ganz furchtbar gescheitert ist. Oh nein. Also hier ist es wirklich toll, weil man muss das schon sehen. Das ist eine Fusion von C1, also von hier, bis T1 oder 2, also bis in den Brustwirbel rein. Also es ist so eine Narbe, aber wenn das gut geht, ist es zurück zur Lebensqualität. Ja. Ja. Und ich weiß, es gibt berühmte Menschen in den USA, CFS-Patienten, diese Jennifer Bray, die ist ja recht bekannt, die hat so eine Fusions-OP ja hinter sich, die hat, glaube ich, so einen Netflix-Film oder sowas gedreht
und über ihre Erfolge berichtet. Also das ist natürlich ein Thema. Ja. 80.000 Euro plus. Ja. Und ja, genau. Und das ist das, es gibt Dinge, bei den einen funktioniert es und bei den anderen nicht. Und deswegen ist es so wichtig, das, was wir vorhin auch besprochen haben, dass man einfach zuhört und dem Raum gibt. Nicht jeder ist gleich. Man kann bei solchen Geschichten nicht einfach sagen, mach das schon gar nicht, mach Gymnastik. Aber man kann das einfach nicht versuchen einzutüteln. Wir können versuchen, darüber zu reden und dass einfach endlich auf politischer Ebene eine Anerkennung kommt, damit die Personen, die sich in diesem luftleeren Raum befinden, wirklich einfach mal zur Ruhe kommen dürfen und einfach mal diese Jahre einfach nur heilen dürfen. Und das ist halt ein Zeitraum. Ja, das ist kein 6-Monats-Ding und dann bist du wieder fit. Genau, ja. Das ist das, was ich auch immer sage, wenn ich gefragt werde. Das ist wie früher in meiner Arbeit, hieß es immer, ein Ermessen geht von hier bis hier. Ja, das ist nicht nur da. Und so ist es auch bei den Instabilen. Es gibt Fälle, die sind sehr leicht, die merken kaum was. Ich bin so ein Mittelding. Und dann gibt es aber nach mir noch eine ganze Menge saublöde Abstufungen. Ja. Bis dann eben hin, die brauchen eine OP. Und da kannst du nicht sagen, du musst nur Kohlenhydrate weglassen, dann bist du wieder fit. Nee, so läuft das nicht. Ja, Kohlenhydrate weglassen ist eine gute Idee, aber auch nicht unbedingt zwingend bei jedem. Und Mikronährstoffe nur nehmen, wenn man vorher getestet hat, was fehlt. Ja, das sind so die Dinge. Bestes Beispiel, Wärmeanwendung. Die meisten mögen Wärme. Heizkissen, Heißsalbe. Es gibt aber einige wenige, die sagen, geh mir weg mit Wärme. Mir kommt nur Kälte auf meine Nackenmuskulatur. Ja, und so sage ich immer, das ist so ein Trial and Error. Du musst testen. Und deshalb muss man Erfahrungen austauschen, damit nicht so viel Error passiert. Ja, ja. Was würdest du sagen, sind so die Sachen, wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, ich bin aber mittendrin, was würdest du als Tipps mitgeben, als Schnelltipps? Oder kannst du, dass du das sagst, so Priscilla, geh mir weg davon. So einfach ist das nicht. Kauf mein Buch. Genau, im Ratgeber steht alles drin. Nee, normalerweise würde ich sagen, als erstes die gesicherte Diagnose. Ja, ich habe jetzt sehr schön den Satz einmal gelesen, man kann Flöhe und Läuse haben. Ja, also man muss immer gucken, ist es wirklich die Instabilität? Es gibt da einige Erkrankungen, die machen ähnliche Symptome. Also das würde ich sagen, Top 1. Rauskriegen, habe ich das. Mhm. So, und dann für sich den Weg finden, an welchen Schräubchen kann ich drehen? Ist man schon so weit erschöpft, hat sich leider auch im CFS ausgebildet, das passiert ja auch bei Instabilis, dann kannst du nicht mit Aktivierungstherapie kommen. Da musst du eben erstmal über die Ernährung und die Nahrungsergänzungsmittel arbeiten. Geht aber noch was, dann musst du den harten Weg gehen, den bin ich auch gegangen. Ich habe es mit 10 Minuten spazieren gehen am Tag wieder gemacht. 10 Minuten, danach war mir speiübel und ich war konditionell im Eimer. Jeden Tag raus, ich habe mir im Kalender angekreuzt, jeden Tag 10 Minuten, bis dann irgendwann der Körper wieder so ein bisschen Muskulatur hat und das wieder läuft. Mhm. Aber da liegt das größte Problem, rauszufinden, welche Art der Behandlung passt bei mir. Mhm. Deshalb sage ich, bitte erst die Diagnose und wissen, was ist defekt. Das ist ja auch nicht überall das gleiche Defekt. Und dann weiter gucken. Mhm. Ja. Ja, so ein wichtiger Punkt. Ja, weil eben vielleicht findet man heraus, dass da eine Reaktivierung der Herpesviren vorhanden ist. Und dann kann man in die Richtung arbeiten. Da haben wir auch so viele tolle Videos dazu. Ja. Also so wichtig wissen, was ist los, und je mehr auch dahingehend deine Diagnose bekommen, desto präsenter wird auch dieses Thema. Also ja. Das wäre so wünschenswert. Wir haben es ja mal versucht mit einer Bundestagspetition. Mhm. Ganz viele Geschichten zusammengetragen und hingeschickt und Unterschriften gesammelt und ja, bisher ohne Ergebnis. Es liegt in Berlin. Wir wissen nicht, kommt da noch was oder kommt da nichts.
Und das ist der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich gehe jetzt weg von dieser Fokussierung auf die Aufmerksamkeitsarbeit, sondern gehe mehr den Weg der Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, um den Menschen an die Hand zu geben, was hat anderen denn geholfen? Ja, weil was können Betroffene jetzt 10, 15 Jahre warten, bis die ihre Hausaufgaben machen? Und so lange dauert das. Also bis die Politik das erledigt hat, bis die Verantwortlichen in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen wirklich das, also das dauert einfach. Das, ja, leider zu lange für viele. Ja, viel zu lange. Definitiv, ja. Ja, ich bin echt froh um deine Arbeit. Das ist so wertvoll und du hast jetzt schon so viele Tipps reingepackt und internes Wissen. Das ist das Kostbarste überhaupt für Betroffene. Wo wir dich finden können oder Betroffenes, haben wir alles unten in den YouTube-Beschrieb. Also ganz wichtig, schaut da einfach nach. Ja, meine Erfahrung ist, mit dem Austausch von anderen Betroffenen, das ist erst so, gibt einen so einen Push, weil das einfach so viel Insiderwissen ist. Und da hat ja der praktizierende Arzt auch gar nicht die Zeit. Also der müsste ja mal ein halbes Jahr aufgehen von seiner praktischen Tätigkeit und sich in ein Thema reinarbeiten. Und das haben halt die Betroffenen. Das sind schlussendlich die Experten auf dem Gebiet. Und das bist du jetzt. Also vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Das mache ich sehr gerne, weil ich nämlich gelernt habe, dass man erst mit Verständnis für das eine Krankheitsbild loslassen kann. Viele sagen ja, seit ich weiß, was ich habe, kann ich damit umgehen. Wenn die Suche ein Ende hat. Und das tut dann einfach gut, wenn man das weitergeben kann. Und man sieht, man hat irgendeinen Menschen jetzt ein bisschen glücklicher gemacht. Das sind immer so die Dinge, wo ich sage, ich hatte ja noch Glück, ja, 3 Jahre, okay, aber Ärzte gefunden, die mir dann doch weiterhelfen konnten. Ja. Und das Glück will man dann ein bisschen teilen, ja. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du das Glück teilst. Es ist ja wirklich, ja, unsere Geschichten sind ja wirklich Unglück und wir wandeln es halt einfach um und sagen, okay, da ist ein Haufen Scheiße, jetzt mache ich Gold draus. Genau. Vielen Dank, Simone. Danke für deine Impulse, das Teilen. Danke für deine Arbeit und wir sehen uns sicher bald wieder. Bestimmt. Danke dir. Ich habe einen Kongress mit 26 Gesundheitsexperten oder wie ich sie gerne nenne, Überfliegern zusammengestellt. Der Name des Kongresses ist auch das Programm. Er heißt Chronisch gesund an Körper, Geist und Seele. Unten in der Videobeschreibung findest du alle Infos und den Link zur Anmeldung. Wir sind vielfältige Wesen. Unsere Gedanken, Emotionen und Glaubenssätze werden genauso von uns verstoffwechselt wie unsere Nahrung. Alles sollte lebensbejahend sein, sodass wir zurück in unsere volle Stärke kommen, damit wir zu dieser Person werden, die wir in Wirklichkeit sind. Du und ich in unserem vollen Potenzial, gesund an Körper, Geist und Seele. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich freue mich, wenn wir den 10-tägigen Kongress gemeinsam starten. Jeden Tag werden 2 bis 3 Videos veröffentlicht und an diesem Tag kostenlos für dich zur Verfügung gestellt. Melde dich gerne jetzt zum Kongress an, so dass du jeden Tag per Mail den Direktzugang zu den Kongressinhalten erhältst. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link. Es gibt übrigens auch einen Premium-Zugang, mit dem du lebenslang Zugriff auf alle Inhalte hast. Zusätzlich zum Premium-Angebot kannst du dir das Upsell gönnen. Hier profitierst du von meiner persönlichen Live-Zusammenfassung des ganzen Kongresses per Zoom und hast die Möglichkeit, mir direkt deine Fragen zu stellen. Ich freue mich mega auf diesen Kongress und ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.